Ach nee, verarsch mich nicht. Ey, das kann ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Und das wird richtig schwer. Warte, wollte ich den Haken noch an die andere Seite mit dran machen? Und das in die Tasche mit einhaken? Meinst du? Ja, bevor wir ihn verlieren, warte. Kannst du hier halten? Boah, ist der schwer, Alter. Der ist richtig schwer, mein lieber Mann, du. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Und ihr seht es schon im Hintergrund, der John hat schon den ersten Magnet hineingeworfen. John von Maskottchen und Co. Link dazu in der Videobeschreibung, könnt ihr vorbeischauen. Die werden jetzt auch wieder aktiv, richtig? Die werden jetzt wieder richtig aktiv. Die werden jetzt wieder richtig aktiv. Und der hat schon den ersten großen Fund dran. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Wir sind wieder an dem... Ja, ich habe gesagt... Das ist witzig. Das ist wirklich... Das... Ja. Schritte weiter. Das ist witzig. Ich habe gerade noch gesagt, ja, Stühle werden wir noch öfter hier rausholen. Ja, erster Fund von ihm ist ein Stuhl. Witzig. Ich habe auf jeden Fall auch Bock. Ich nehme jetzt auch den Magneten. Wir starten auf ganz entspannt rein. Die Energie kriegen wir heute wie gehabt von Holy. Ist klar, weil sonst schaffe ich das ja heute nicht. Wir gehen ja so oft in letzter Zeit Magnetfischen. Da brauchen wir natürlich ordentliche Energiezufuhr. Holy, Link dazu in der Videobeschreibung. Code lange 10, ihr spart 10% auf jede Bestellung. Code lange 5 und ihr spart 5 Euro auf ein Probierpaket. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ist wirklich geil. Ansonsten würde ich sagen, schaut auf Instagram vorbei, lasst hier ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr nichts mehr auf diesem Kanal. Ich quatsch schon wieder viel zu viel, richtig? Ja. Richtig. Und ich würde sagen, wir starten einfach entspannt rein. Tobi steht übrigens nicht hinter der Kamera. Ist wieder mit dem Gimbal, aber ja, ist trotzdem geil, denke ich. Die Funde wären trotzdem gut, denke ich, heute. Also, Freunde, let's go. Ich guck mal, was ich das an meinem ersten Magneten dran habe. John hat mittlerweile schon den zweiten Stuhl rausgeholt. Bei mir wird kein Stuhl dran sein, aber etwas Kleines, aber Feines. Wir sind alle gespannt. Sieht aus wie ein Dämpfer, habe ich recht? Bin ich dem Rechten? Du hast den Rechten. Ich habe den recht, sagt er. Es ist ein Dämpfer. Sogar ein recht großer. Ist der ungewöhnlich groß? Ist er für größere? Nee. Aber der passt so ungefähr zu der Dämpfergröße von dem, die ich drunter habe. Nein. Nein? Okay, John sagt nein. Na gut, dann nicht. Aber ein Dämpfer ist schon mal cool. Ist schon mal sehr cool. Bisschen windig ist es. Ich hoffe, das stört nicht. Ich hoffe, ihr hört das nicht so schlimm, so doll. Ja, aber ich hoffe, das passt einfach. Magnet ist wieder voll, Einwurf nach dem anderen. Oh, es blubbert. Blubbert sogar ziemlich dolle. Mal sehen, was wir hier rausholen. Aha. Was ist das denn? Ja, also hier ist echt komischer Kram unten drin. Das hier ist einmal so ein Teil, welches man in der Regel mit auf dem Schiff mit dabei hat oder auf dem Boot, womit man sich abstößt oder womit man Seile rüberbringt. Hey, Dings, ne? An Land? Ja, kennen wir ja aus. Ein Reißhaken von der Feuerwehr könnte es auch sein, sagt John. Aber in dem Fall hier wahrscheinlich von einem Boot. So. Dazu kommt. Ja, ein weiteres Stück Metall, wie wir es hier ja auch einfach erwarten. Zack. Weiter geht's. Oh, oh, oh. So, Magnet ist einigermaßen voll. John hat nichts dieses Mal.
Es kommt wieder viel Kleinkram raus. Ja. Ein bisschen stangig. Sieht alles wie so, naja gut, das könnte jetzt hier vom Rohr sein oder so. Das hier sieht sogar aus wie Moniereisenstahlzeugs. Okay, wunderbar. Bei John schleift es ein bisschen. Muss den Magnet mal wieder anmachen. So, bei mir ist wieder eine ganze Menge dran. Das sieht mir aus wie ein Auspuff. Bin ich mir sogar sehr sicher. Das Stück hinterm Krümmer oder so. Naja, ja, könnte vom Moped sein, oder? Vielleicht sogar was Größeres als ein Moped, vielleicht ein Motorrad sogar. Hier Doppelrohr, geht hier doppelt rein, geht auch doppelt raus. Könnte auch vom Auto sein. Kannst du in die Kommentare schreiben, ob er Moped oder Motorrad oder so ein Auto. Aber gut, Doppelrohr in der Größe könnte wirklich Motorrad sein. Wunderbar, wunderbar. Noch sonst was am Magneten? Wir werden es sehen. Monierstahl. Nicht besonders. Und viel kleiner Krimskrams. Schlacke, Müll, nichts Besonderes. So. Sowohl John als auch ich sind am Kämpfen. Wir haben beide was dran. Bei mir ist es nicht so schwer wie bei John. Aber ich habe auch was. Das ist aber viel kleiner. Ja, einmal eine Narbe. Fahrradnarbe, glaube ich, war das. Oh nee, gar nicht. Das könnte auch von einem Motor oder so sein. So einer Feder dran. Ja, das kann auch schon gut vom Motor sein. Und bei dir sonst? Einfach eine fette Stahlstange. Oh, die muss auf jeden Fall ordentlich was wiegen. Die müssen wir nachher irgendwie drauf kriegen aufs Auto. Ist eine Flex bei? Oder kriegen wir die gebogen? So, es blubbert am Magneten. Nichts Großes, aber vielleicht was Interessantes. Deswegen nehme ich euch hier natürlich direkt wieder mit. Ist mir sowieso lieber was Kleines, Interessantes, als was Großes, Schweres, Uninteressantes. Aber im Endeffekt ist es sowieso gut, wenn der Schrott hier rauskommt. Deswegen sind auch große Sachen in Ordnung. Aber hier handelt es sich tatsächlich wieder nur um ein Stück Draht oder etwas größer als ein Draht. Und es ist wirklich Wahnsinn, dieser ganze Kleinschrott. Das ist wirklich krass. Das sieht schon eher nach Zeug aus, welches vom Schrottplatz oder sowas kommt. So Sägespäne und so. Wenn man euch das hier mal anschaut, das sieht definitiv schon eher wie Zeug aus, was vom Schrottplatz kommt. Trotzdem ja nicht gut, dass das im Wasser liegt, ne? Also es ist jetzt kein Argument eigentlich, hier nicht weiterzumachen, weil das vom Schrottplatz ist. Ja, es sind schon sehr schrottplatztypische Dinge. Wird wahrscheinlich eine alte, ja, alte große Dose gewesen sein. Nimmt man die Dinger. So ein Eimer halt. Ein alter Eimer. Ja, gut, aber es ist halt sehr wahrscheinlich, dass wenn Schrottplätze so nah am Wasser sind, dass da das ein oder andere metallische Objekt daneben fällt. Wir werden jetzt wahrscheinlich trotzdem mal den Spot wechseln und einfach mal gucken, ob wir vielleicht noch was rausholen, was jetzt nicht so viel Kleinkrams ist, was halt typisch an einem Schrottplatz ist. Genau, oder? Ja. Machen wir mal. Gut. Bisschen Energie brauchen wir natürlich. Wir müssen jetzt den ganzen Schrott ja weg, wieder einladen. Da gibt es natürlich den Schluck vom Holy. Oh, der neue Geschmack ist schon ziemlich geil. John, willst du das mal kosten? Das ist nicht typisch wie Energies, die so süß sind oder so. Ist nicht süß? Ist nicht so süß. Das ist wirklich lecker. Aber sonst ist schon geil, oder? Okay, kann man wirklich trinken. Kann man trinken, sagt er, siehst du? Also ist für jedermann was. Mm. Aber der Geschmack ist auch wirklich geil. Alles pflanzliche Basis. Kann ich nur empfehlen. Finde ich sehr geil. So, Freunde. Wie gesagt, wir räumen das Zeug zusammen. Schönes Auto. Und dann geht's zum neuen Spot. So, wir haben den Spot gewechselt. Wir sind an einer neuen Brücke. In der Brücke waren wir vor weit über einem Jahr, glaube ich, waren wir mal gewesen. Wir hoffen, dass jetzt ein bisschen was Neues drin ist. Das werden wir jetzt herausfinden.
John meinte, er hätte schon irgendwie einen Tresor vielleicht dran gehabt, hat ordentlich gerumst, aber es wird zu schwer, um es aus dem Schlamm zu kriegen. Ziemlich tiefe Schlammschicht. Ich werde mich jetzt ranmachen und schauen, was ich finde. Ich bin gespannt. Ja, würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum herum. Starten rein oder beziehungsweise machen einfach weiter. Let's go. So, bei mir wird es spannend. Gucken wir mal, was wir haben. Ich hoffe, er filmt. Hängt tief im Schlamm drin. Das Problem haben wir beide gerade, dass alles tief im Schlamm festhängt. Aber ich habe es aus dem Schlamm rausgekriegt. Es ist zum Glück dann nicht mehr... Ach, nee. Ach, nee. Ja, ja. Wie gehabt. Ja, klar, hier ist Baustelle seit 4 Jahren gefühlt. Es ist auch kein Wunder, dass hier das ein oder andere Baustellenschild drin landet. Joppa! Was rate mal? Ja, ich hab's ja schon gesehen. Ach so, du hast es schon gesehen? Ja. Das ist hier, wenn so eine Einengung ist, dass ich Vorfahrt habe. Also, dass der Gegenverkehr warten muss. Das nennt sich wie? Vorrang oder sowas vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Vorrangsschild. Bei mir ist es auch schon so 40 Jahre her. Na gut, schaut hier. Auch mal für euch das Schild. War dort drin. Der Schlamm müffelt. Aber ordentlich. Och nee, verarsch mich nicht. Ey, das kann ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Schaff ich. Ja. Bisschen verarscht fühle ich mich ja, sage ich mal. Wieder ein Straßenschild, wie es lebt und lebt. Kann ja nicht sein, dass 2 von 2 Pfunden Straßenschild ist. Das ist diesmal aufpassen, Baustelle. Lecker. Vor allem so alt sind die, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Die sind noch relativ clean aus oben. Steht hinten drauf. Ja, ist mir jetzt nicht zu anstrengend. Ne? Dann mal gucken, ob deine Vermutung stimmen mag. Tresor ist der Call. Was es am Ende nun wirklich ist, werden wir jetzt herausfinden. Das müsste es sein, ne? Okay, dann lass uns versuchen, langsam rauszuhören. Ein Einkaufswagen, ich liebe mein Leben. Ach nee. Ich habe einen Haken im Auto. Den kriegen wir so. Okay, ich wollte nur sagen, dass ich einen Haken im Auto habe. Guck mal, ich lieb da drin lang. Ja. Wie machen wir das? Warte mal. Nee, du musst vor noch ein Stück, oder? Oh, oh, oh. Wir dürfen uns keine Verkantungen erlauben. Plitsch, platsch. Na, ich hol mal den Haken. Oh, naja, aber wir müssen uns ja auch nicht unnötig den Rücken hier abschießen. Also Haken hole ich jetzt, weil Einkaufswagen ist dran. Werden die immer größer? Kann das sein? Ja, ich bin ja froh, dass es keiner von den schweren Varianten war. Die sahen ja als Kind schon immer groß aus, die Dinger, aber die werden nicht kleiner. Oder ich werde nicht größer. Tendenz zweitens. Aha, okay, gut, habe ich verstanden. Erste Münze, das ist Wahnsinn. Ich schieb den mal ein Stück weg. Ich verdeck mal deinen Ramsch hier mit meiner guten Werbung, ja? Ach, ach, ach. Ja, komm. Ja, oh. Das ist aber schöner. Das ist niedlich. Heute macht's aber Spaß. Oh. Ja. Okay. Nein! Das war dumm. Du hast aber fallen lassen. Das stimmt, ja. Oh, das steckt gut im Boden, ja. Jetzt habe ich's doch. Ja, und siehe da. 3 von 3, ne? Es ist zwar nicht der Tresor, an dem wir gerade dran hingen, aber es ist wieder ein Straßenschild. Und zwar, die Parkverbotszone endet hier, Zeiten so und so. Vielleicht beginnt die Woche. Nee, das ist ein Ende, definitiv. Weil der Fall nach rechts geht.
Wenn er nach links gehen würde, würde ab hier die Parkverbotszone beginnen. An der Einbahnstraße, was da? An der Einbahnstraße kannst du mich am Arsch lecken. Den Tresor kriegen wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht raus. Oder den vermeintlichen Tresor. Meinst du, dass wir den heute noch rauskriegen? Nee. Ich habe aber was anderes Schönes dran. Schönes Gewicht, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Lass es bitte kein Straßenschloss sein. Aha, so. Ist es aber zu schwer dafür, dass es nur ein Deckel ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Oder ist es nur ein... Ist es ein Deckel? Ist es wirklich nur ein Deckel? Ich habe so gehofft. Dreh dich um. Es ist wirklich nur ein Deckel. Es sah wirklich kurz wie ein Tablet aus. Und es wog auch relativ viel dafür, dass es nur ein Deckel ist. Aber es ist nur ein Deckel. Schade. Wie geil wäre denn jetzt ein Tablet gewesen? Naja. Oh, das ist ein Tresor auf jeden Fall. Und das wird richtig schwer. Warte, soll ich den Haken noch an die andere Seite mit dran machen? Und das in die Tasche mit einhaken? Ja, bevor wir ihn verlieren, warte. Kannst du hier halten? Okay, das ist eine Tasche und da ist ein Tresor drin. Wir brauchen den Haken. Du brauchst die, sagst du? Okay. Bei meinem Magneten. Vielleicht. Aber ich will in die Tasche mich einhaken. Spannend. So, versuchen wir nochmal Runde. Ja. So ganz langsam und eins. Stopp. Okay. Ich glaube, das ist der spannendste Fund seit langem. So, Freunde. Jetzt schaut euch mal an, was wir hier haben. Eine Tasche. Es läuft überhaupt nicht aus. Wir sind der Meinung, da ist ein Tresor drin, aber hier ist auch noch so eine Tüte, die auch total gefüllt aussieht. Das könnte aber Schlamm sein. Oder einfach nur ein Stein. Aber das da innen ist auf jeden Fall ein Tresor. Aber der läuft halt nicht aus, so gar nicht. Kein bisschen Wasser. Bei allen Tresoren läuft es aus. Die offen sind. Die offen sind. Boah, ist der schwer, Alter. Der ist richtig schwer, mein lieber Mann, du. Also, Freunde, das ist das Ding. Der ist richtig schwer. Jetzt bin ich gespannt wie ein Bettlaken. Ich erstmal. Okay, pass auf, ich stelle euch noch ordentlich hin. Und dann, ja, gebühre ich John die Ehre, das zu öffnen, weil John hatte ihn als erstes dran gehabt. Na gut, ja. Ich hol euch mal ran. Okay. Okay. Mülltüte. Und in noch einer Mülltüte. Und noch eine Mülltüte. Boah, was? So viele Mülltüten? Ja, ohne Scheiß. Die Tasche, das ist so ein wasserfester Rucksack. Ja, ja, das ist ganz sicher so ein wasserfester Rucksack. Nee, jetzt nicht mehr, das ist doch kaputt. Ja, das ist wohl wahr. Oh. Das war's auch mit deiner tollen Reisetasche. Boah. Entschuldige bitte. Alles gut. Ich will nicht raus. Wie haben Sie ihn da reingekriegt, bitte? Ich weiß es nicht. Na, oder du machst das jetzt richtig spannend. Ja, es kommt. Ja, wallo. John, das könnte der mal sein, der... Oh nein. 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 Guck's dir an, da. Da ist das fucking Loch. Es hätte... so krass sein können. Es hätte einfach mal aber das Ding sein können. Auch der wasserfeste Rucksack. Deswegen leer. Ist er auch nicht ausgelaufen, wegen des wasserfesten Rucksacks. Er ist komplett leer. Hier. Nix drin. Das Ding ist einfach mal leer. Das kann nicht wahr sein. Tja, aber war trotzdem ein sehr spannendes Ding. Ein sehr schweres. Spannendes Ding. Ja. Ich hätte trotzdem gerne rausgehabt aus der Tasche. Ja, versuch. Er läuft übrigens aus jetzt. Ja. Nee, geht nicht raus. Oh, was ist das? Trinktasche noch. Ich wollte jetzt doch verarschen. So ein Geschenk für die Leute, die es geschafft haben, den hier rauszuholen. Wahrscheinlich. So eine Tasche nochmal. Aber ich wüsste auch nicht, in welchem Falle der Fälle man den vollen Tresor entsorgen würde. Weiß. Na gut, wäre ja nicht der Erste, ne? Naja, aber so ein richtig voller... Wenn die man nicht aufkriegt, vielleicht? Ja, oder man wird verfolgt. Ja, letzter Fund.
Schlüssel. Warte, ihr könnt es gerade nicht sehen, weil Tobi Dreibein nicht so gut funktioniert wie Tobi normal. Schlüssel. Mehr ist es leider nicht geworden. Ich wurde gerade auch gediegen verarscht von Maskottchen und Co. Wie das passiert ist, könnt ihr natürlich auf deren Video sehen. Ja, einfach geprankt worden. Aber ja, wir haben trotzdem geile Sachen gefunden. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen heute. Es war trotzdem cool. Aber ich glaube, ich wurde heute auch nicht nur von John verarscht, sondern auch ein bisschen von dieser Brücke hier mit den ganzen Straßenschildern, die ich hier rausgeholt habe. Mein lieber Mann. Ich würde sagen, wir räumen auf. Danach gibt es die Abmoderation, wie immer. So, Freunde, wir sind fertig für heute. Es war auf jeden Fall unfassbar geil. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. John war heute auch mal wieder mit dabei von Maskottchen und Co. Er hat mich, ja, wie schon gesagt, auch tatsächlich verarscht heute. Hat er mich auf jeden Fall gut rangekriegt. Ihr werdet jetzt auf seinem Kanal sehen, wie er mich rangekriegt hat. Ansonsten, ja, so sieht hier die Ausbeute heute aus. Ist eine ganze Menge geworden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es heute noch mal so viel wird, auch mit dem Einkaufswagen. Sind ein paar interessante Funde auf jeden Fall dabei gewesen. Ja, wenn euch der ganze Kram genauso gefallen hat, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr auf diesem wunderbaren Kanal hier. Schaut ganz dringend auf Maskottchen und Co-Kanal vorbei. Ganz wichtig, Freunde, Holy hat natürlich noch ein paar neue Geschmäcker. Unter anderem den Apple Alligator. Ist meiner Meinung nach der geilste Energy-Geschmack, den sie bis jetzt rausgebracht haben. Könnt ihr auf jeden Fall mal da draußen testen. Ist sicherlich auch in einem Probierpaket mit drin enthalten. Beim Probierpaket sowohl Mixed, also Energy und Eistee, als auch Eistee bzw. Energy, könnt ihr mit dem Code LANGE5 bei den Probierpaketen 5 Euro sparen. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist eine geile Sache, um einfach mal bei Holy reinzustarten. Ansonsten bei jeder anderen Bestellung, die ihr macht, ob wiederholten Male oder das erste Mal, könnt ihr mit dem Code LANGE10 10% sparen und ihr unterstützt mich natürlich auch sehr damit. Geiles Zeug, kann ich jedem empfehlen. Unten dazu in der Videobeschreibung ist der Link. Genau. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall auch noch auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr sowieso überhaupt nichts mehr von uns. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Das war's von mir und nicht Tobi, der heute in der Kamera steht, diesmal ist alleine, aber von John, von Maskottchen und Co. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.